Julia Klangberg, Peter Krupa und ich, wir haben uns kennengelernt im Hohen Gebirge in Annaberg. Das war im Jahr 1991. Ein begnadeter Bratscher, Geiger, er spielt die sechsseitige Geige. Im Orchester habe ich mich vorgestellt zum ersten Mal und ich konnte kaum sprechen, also Deutsch, und war auch aufgeregt und habe ich halt gesagt, ich heiße Peter Krupa. Und da habe ich die Blicke gesehen und wuss. Wir haben uns eigentlich mehr oder weniger zufällig musikalisch kennengelernt, indem wir gemacht haben. Wir spielen fast 25 Jahre zusammen. Ich hatte während des klassischen Studiums schon einen Lehrer für Perkussion, bei dem ich in erster Linie Conga gelernt habe, das Hauptinstrument bei der Perkussion. Ich komme aus Tschechien, aus Teplice, dort habe ich alles gemacht, von Kindheit auf, geboren, gewachsen, mit der Schule dann und in der Schule dann mit Geigeunterricht angefangen. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, was man klopfen kann, wo man draufschlagen kann oder wo man Klänge rausholen kann. Das ist auch nach wie vor für mich sehr interessant, diese Klänge unserem Klangwerk beizufügen. Und ich wurde dann nach 6 Jahren als diplomierter Orchestermusiker und Pädagoge entlassen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Es sind manchmal Bilder, Skulpturen. Vielleicht ist es auch eine Bewegung eines Tänzers, die uns inspiriert. Oder es ist eine Farbe. Die Atmosphäre des Publikums oder das, was gerade in dem Raum schwingt, das können wir aufnehmen. Wir nehmen die Bilder auf. Und übersetzen das für uns in Musik, machen das hörbar, was wir dabei empfinden. Und das Ganze spielen wir einfach. Wir wissen am Anfang des Abends oft gar nicht, was wir eigentlich spielen werden. Mit dem ersten Ton wird plötzlich die Richtung gegeben und es entwickelt sich. Die Musik, die wir heute hier gespielt haben, die gibt es in der Form noch nicht und wird es auch nicht wieder geben. Die gibt es nur an dem einen Tag. Mir passiert es oft, dass ich einfach zuschaue bzw. zuhöre und mich selbst gar nicht mehr beteilige. Es passiert einfach. Das sind wirklich ein paar Ausnahmen in meinem Leben, die ich getroffen habe. Aber Mathis ist definitiv der Einzige, mit dem ich es seit Jahren so betreiben kann, wo man wirklich ohne Worte kommuniziert. Das ist auf jeden Fall eine wirkliche Männerfreundschaft. Also da sind unsere Frauen, Freundinnen schon manchmal ein bisschen eifersüchtig. Das ist auch für mich nicht begreiflich oder das kann ich nicht erklären. Das passiert einfach. Wir spielen und wir wissen ganz genau mittlerweile, je nachdem wie die Laune ist und wie die Situation ist, wo der andere hin möchte oder wo er hinspielt. Das ist, gehört auf jeden Fall ein Vertrauen dazu, dass das so passiert. Aber wir haben es ja nur über 25 Jahre oftmals ausprobiert. Es ist nicht ein einziges Mal schiefgegangen. Thank you.
Orte, an denen wir aufgetreten sind, waren ganz unterschiedlich. Das geht also wirklich vom kleinen Club bis hin zu einer großen Ausstellung. Wir haben oft festgestellt, nach unserem Auftritt kamen Menschen zu uns und haben gesagt, Mann, sowas habe ich noch nie gehört, das ist ja fantastisch, das hat mich berührt. Und das ist eigentlich, wenn ein so ein Mensch zu uns kommt, ist eigentlich schon die Aufgabe erfüllt. Es war schon ein Bahnhof dabei, auf dem wir gespielt haben, mit einer Tänzerin zusammen. Es kann in einem Theater sein, es kann ein Konzertsaal sein. Ich könnte mir vorstellen, dass du Klangwerk überall spielen kann, zum Beispiel in New York, in U-Bahn. In Seattle, da wo unsere liebe Freundin Simone herkommt, mit der wir ja auch Musik machen, da müssen wir nochmal spielen. Und es könnte in New York sein, es könnte in Moskau, London, überall, wo es Menschen gibt, die neugierig sind auf unsere Musik. Wir sind beweglich.